Wir sind jetzt in Pattaya angekommen, oder Pattaya? Pattaya ist angeblich richtig. Und haben jetzt hier ein Hostel gefunden, was eigentlich ganz nice ist. Etwas teurer, als wir zum Beispiel in Chiang Mai hatten, aber es ist auch nice. Allein. Yo. Okay. Was wir nicht verwenden werden. Jetzt ja, ist so, aber trotzdem. Wir haben es. Ist hier. Nee, was viel nicer ist, ist das hier. So, ja. Wir haben einen Kühlschrank. Und in dem Kühlschrank ist sogar gratis Wasser. Yo, nice. Und wir haben einen Wasserkocher. Den werden wir auch morgen früh wahrscheinlich nutzen, um uns Instant-Nudeln zu machen. Ja, und fesch. Ich sehe gerade, wir haben auch Blumen. Das ist jetzt auch nicht unschön, ne? Sind das echt? Nee, die sind also fake. Das sind Fake-Blumen, ne? Echt? Das sind aber echte Blumen. Und wir haben einen Schrank, was. Wohl, den kann man nicht abschließen, ne? Ach, ist doch egal. Genau, und dann haben wir noch ein Bad. Obwohl, erstmal kann ich aus dem Fenster filmen. Wir sind nämlich. Das ist der einzige Nachteil, wir sind im vierten Stock. Und nicht direkt um die Ecke vom Beach. Wo wir aber später hingehen werden. Wir sind quasi hier hingefahren, habe ich ja schon erzählt, weil wir nicht nach Bangkok wollten. Es liegt so ein bisschen unter Bangkok an der Ostküste. Und von da aus, wir suchen jetzt gleich noch einen Bus oder ein Boot vielleicht sogar und fahren dann in den Süden. Jetzt muss ich auch erstmal duschen, denn ich habe seit gestern dieses scheiß Hemd an. Und da wir über Nacht gefahren sind und dann keinen Raum mehr hatten, konnte ich mich nicht duschen und das ist ziemlich eklig. Deswegen dusche ich mich jetzt. Fresh von der Dusche, yo, Freunde, und ich gucke jetzt hier so creepy zwischen den Vorhängen vor. Wir chillen jetzt noch ein bisschen und er duscht noch und dann machen wir uns auf den Weg to the beach und gucken mal, dass wir morgen auch wieder wegkommen, weil wir nicht so lange bleiben wollen, weil diese Stadt ja auch für ein bestimmtes Gewerbe, was ja nach der Auffassung von manchen das Gewerbe, älteste Gewerbe der Welt ist, bekannt ist. Genau. Ist aber nicht so unser Ding. Deswegen gehen wir lieber. Okay. Thank you.
Es ist. Wie viel ist heute eigentlich? Der 20. schon, ne? Es ist bereits der 20. Jo. Und wir sind dann aufgestanden, also gerade vor einer Stunde. Chillen jetzt noch hart und haben und gestern mal wieder entdeckt haben, wir haben einen Wasserkocher. Und so Selfmade-Nudeln geholt. Und die machen wir jetzt gerade. Und jetzt muss ich hier noch dieses Zusatzding da reinkippen. Bin mal sehr gespannt. Es hat 13 Baht gekostet. Und ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich lege die Kamera jetzt mal irgendwo hier so hin. So. So. Jetzt habe ich diesen Pott. Ja, da ist schon Wasser drin. Und halt die Nudeln. Auf dem Bild sieht man, dass man auch dieses Zeug hier da rein tun soll. Deswegen ich das jetzt mal tun werde. Das riecht schon viel. Das riecht leider nicht mal schlecht. Ja, du hast ja selber. Ne? Ja. Es wird ein wenig umgerührt. So. Damit sich diese Nudeln auch mal aufweichen. Die sind nämlich wie immer ein harter Klotz. Oh, es passiert schon etwas. Oh. Abgespaced. Und das letzte Mal, als ich in London war und diese Nudeln gegessen habe, also nicht diese, aber vergleichbare, da sind tatsächlich die Plastikgabeln weggeschmolzen. Das Ding so reingesteckt, wollten so Nudeln rausziehen, ist das Ding so abgeknickt, weil das Wasser halt so heiß war. Das kann hier genauso passieren. Ja, wenn das Wasser so heiß ist, dann passiert das. Genau. Und hier, ich sitze hier am Fenster. Crazy life auf Pattaya, yo. Genau. Pattaya. Gestern kam mir das Nightlife ein bisschen raus. Ich habe mich zurückgehalten und die Nutten nicht gefilmt. Hätte es auch machen sollen. Nee, ist ja nicht so unser Stil. Und jetzt macht er nochmal das, was jetzt. Ach, du hast das Fernsehen angemacht. Der Tischfernsehen, ne? Nein, hab ich nicht. Wirklich nicht? Nein. Also die eine Folge, die 10 Minuten, die ich mal von Köln 5067 gesehen habe, waren genau so. Der Fernseher ist random angegangen. Hier sind Geister im Haus. Ja, aber ehrlich gesagt, mir fehlt auch der liebste Fernbedienung, der fähig drauf gekommen. Ich gehe davon aus, dass das so passiert ist. Asiatisches das Fernsehen. Eine richtig weirde asiatische Spielshow. Wenn wir einschalten ins Fernsehen, kommt eine richtig weirde asiatische Spielshow. Bei der wir null Plan haben, was passiert. Vor allem, man sieht einfach, also der Fernseher ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Nee, aber. Aber das es ist einfach so, richtig billig, schäbige Qualität. Richtig schäbig. Oh, und jetzt hat er was richtig beantwortet, da war er nach oben gefahren, jo. Das ist auf der 2 von 10. Oh Gott. Mach das mal bitte aus, das nervt mich. Naja, dennoch, wir werden jetzt gleich frühstücken, dann werden wir duschen, dann werden wir noch ein wenig herumdümpeln. Wir haben das Boot oder den Bus noch nicht. Wir werden das so erledigen und dann werden wir heute Abend nach Süden fahren. Das wird man wahrscheinlich kaum verstehen, aber wir stehen am Strand. Und es ist sehr windig und das wird wahrscheinlich machen. Ja, hier ist Strand und so, aber es ist nicht ganz so geil. Bisschen schmutzig. Das ist aber sehr warm. Und ich finde Strände in Städten allgemein nicht so entspannt. Oh gut. Und ja. Da hinten kann man das sehen, das ist das Pattaya City Ding, wo wir gestern waren. Und ja. Ansonsten chillen wir hier rum. Toter Fisch. Sehr authentisch. Kommt alles mal auf. Ja, jetzt nimmt er wieder auf. Also, wir sind ein bisschen. Ja, mad kann man nicht sagen. Enttäuscht. Enttäuscht. Enttäuscht ist gut. Wir wollen von Pattaya nach Koh Samui und sind jetzt hier an der Busstation in Pattaya und haben
Angeblich gab es nur noch VIP-Sitze. Wird sich herausstellen, ob der Bus wirklich voll ist. Jetzt mussten wir so einen scheiß VIP-Sitz kaufen, den wir eigentlich gar nicht wollten und auch nicht brauchen.